So, das war's jetzt für dieses Jahr. Ja, noch nicht ganz, Olli. Bevor wir in Weihnachtsurlaub gehen, ist es Zeit, uns nochmal zu bedanken, und zwar beim gesamten Team rund um den Erdball. Ja, das Allerwichtigste zum Schluss. Ganz herzlichen Dank für die tolle Teamleistung in diesem Jahr. Es war ein spannendes, aber auch herausforderndes Jahr, und gemeinsam haben wir wieder viel erreicht. Ja, ich möchte mich bei allen nochmal herzlich bedanken. Auch 2022 mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, Halbleitermangel, Kabelbaumversorgung gestört, da standen wir vor riesigen Herausforderungen. Wir haben viel Flexibilität an allen Standorten eingefordert und auch bekommen. Es gab auch jede Menge positive Momente in 2022. Nicht zuletzt, Olli, muss ich sagen, seit du an Bord bist oder vielmehr CEO bist. Ich glaube, das Wort Team hat wieder eine neue Bedeutung bekommen. Wir haben große Herausforderungen, gehen die aber als Mannschaft an, und es macht deutlich mehr Spaß. Ja, den Spaß teile ich genauso. Ich bin jetzt seit 4 Monaten in der Verantwortung für den Volkswagen-Konzern. Das ist auf der einen Seite für mich natürlich eine sehr große Ehre, auf der anderen Seite aber auch eine große Herausforderung. Und ich möchte mich ganz herzlich bei allem bedanken. Ich hatte die Möglichkeit, in den ersten Wochen alle Marken zu besuchen. Und rückblickend kann ich sagen, jetzt nach diesen 4 Monaten bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir jetzt schon viel entschieden haben. Und dass wir genau wissen, wo wir anpacken, und bin zuversichtlich, dass wir das im nächsten Jahr richtig gut auf die Bahn schieben werden. Bei allen Problemen in diesem Jahr gab es aber auch tolle Highlights. Wir haben den ID. Buzz auf die Reise geschickt, ein Auto, das wahnsinnig emotional aufgenommen wird, egal wo es auftaucht. Wir haben unter anderem beim Skoda Enyaq ein goldenes Lenkrad bekommen, glaube ich auch tolles Produkt, das die Kollegen in Tschechien auf den Weg gebracht haben. Wir haben die E-Mobilität bei unseren schweren Nutzfahrzeugen in diesem Jahr gepusht. Rundum, glaube ich, Olli, auch auf der Produktseite toll, und nicht zu vergessen der Porsche IPO. Ja, unheimlich viel los gewesen in diesem Jahr. Ich stehe für starke Marken. Der Volkswagen-Konzern hat vielleicht die stärksten Marken in der Automobilwelt mit faszinierenden Produkten, beginnend beim Design, hoher Qualität, aber auch der richtigen Technologie. Und was mir auch besonders wichtig ist, dann natürlich die richtige Rendite für die Produkte rauszuarbeiten. Unternehmertum spielt für mich eine große Rolle, dass jeder sich auch in seinem Umfeld immer wieder hinterfragt, was kann er noch besser machen, selbst Themen in die Hand nehmen, entscheiden, das Unternehmen voranbringen. Aber auch Nachhaltigkeit, gerade gesamtheitlich gedacht, sowohl für die Umweltaspekte, aber auch für den Klimaschutz und dann natürlich für soziale Themen, wo wir auch in einer besonderen Verantwortung sind als großes Wirtschaftsunternehmen, als Teil der Gesellschaft, auch von unserem Erfolg etwas an die Gesellschaft zurückzugeben und die Art und Weise, wie wir unser Unternehmen führen. Und last but not least natürlich die Menschen im Unternehmen, und das ist für mich das Wichtigste, als Team zu agieren, gemeinsam etwas erreichen, das Unternehmen zu führen, wie ein Sportteam, auf der einen Seite konzentriert auf die Performance, auf der anderen Seite aber den richtigen Teamgeist zu entwickeln, gemeinsam gewinnen und gemeinsam etwas erreichen. Und da habe ich einfach jetzt so viele tolle Erlebnisse in den letzten Monaten gehabt, und das stimmt mich sehr, sehr zuversichtlich für die Zukunft. Also ihr merkt schon, 2023 wird nicht langweilig. Olli hat den Trainingsplan geschrieben. Das heißt, wir werden jeden Einzelnen und jede Einzelne im Jahr 2023 brauchen. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, ehrlich gesagt, sich mal ein bisschen auf Familie und Freunde zu konzentrieren, einfach mal runterzufahren. Ich wünsche allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich wahnsinnig drauf, in 2023 mit dem gesamten Team wieder angreifen zu dürfen. Und das letzte Wort hat unser CEO, Olli. Ja, das Jahr war anstrengend, herausfordernd, erfolgreich. Wir haben gemeinsam wieder viel erlebt. Wir haben auch viel gelernt, wie wir auch noch besser werden können. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir auch einmal zurückblicken, uns besinnen und dann aber auch schon wieder Pläne zu machen fürs neue Jahr, privat, aber natürlich dann auch beruflich. Ich möchte euch allen ein geruhsames Weihnachtsfest wünschen. Gemeinsam mit euren Familien, mit euren Freunden, nehmt euch die Zeit, auch mal auszuruhen, wieder Kräfte zu sammeln. Und dann wünsche ich euch einen tollen Jahresstart. Kommt gesund zurück, und ich freue mich riesig drauf, was wir im nächsten Jahr gemeinsam angehen werden. Alles Gute!